Recht herzlich willkommen zur 30. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal hatten wir hier Rakete gebaut, eine Orbitalrakete. Mal gucken, ob die funktioniert. Müssen wir die noch angucken? Eigentlich eher nicht, ne? Brauchen wir gar nicht angucken, können wir gleich in die Startrampe gehen. Ich glaube, da war alles in Ordnung mit. So, dann gehen wir dahin, müssen einen Piloten aussuchen und die Orbitalrakete, da ist sie. Ingenieur soll dann nicht mitfliegen. Nalster, den hatten wir ja letztes Mal schon dabei. Ja, dann auf die Startrampe. Und dann schauen wir mal. So, da ist er. Sieht ganz gut aus. SAS an, der Schub, den nehmen wir mal ein bisschen runter. Müssen wir nachher gucken, wie wir den einstellen. Ja, das passt alles. Ja, dann müssen wir noch hier mal einmal so ein bisschen gucken, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Ne? Und so, dann sehen wir schon, was passiert, oder? Okay, dann sind wir da und dann denke ich mal, können wir eigentlich loslegen. Die beiden sind zuerst an, wenn werden die abgesprengt, die nächste Stufe geht an. Dann das weg, das. Ja, sieht alles gut aus, oder? Gut, dann würde ich sagen, können wir loslegen, oder? 3, 2, 1, go! Ja, wir müssen gleich schon schauen, dass wir ein bisschen zur Seite kommen, wenn das dann irgendwie geht mit der Steuerung, weil der Vortrieb so stark ist. Sieht nicht so aus. Will er noch nicht rüber. Gut. Okay. Krass, ne? Wegsprengen. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen rüberkommen. Oh oh, jetzt haben wir irgendein anderes Problem. Warum driftet der gerade so? Hallo? Was ist denn das für ein Shit? Das ist ja, es schafft's nicht, oder was? Die falsche Richtung. Ich glaube, wir fliegen gerade wieder runter. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Hallo? Würden Sie sich bitte mal wieder hochdrehen? Nee, geht nicht. Was läuft denn jetzt hier bitte schön falsch bei dieser Rakete? Ne, ich krieg die in keinster Weise irgendwie bewegt. Ja, ab damit, ne? Rettungsaktion starten. Fallschirm raus. 1000 Meter war nicht mehr viel, ne? Oh, da kommt noch was nebenher geschossen, wenn man so wie es aussieht. Können wir wenigstens Nalster oder wer auch immer hieß retten, ne? So. Was war jetzt falsch? Das ist die Frage. Ja, weiß ich auch nicht. Warum war die nicht mehr zu steuern? Das ist die Frage, ne? Zu wenig Schub? Ich glaube, zu wenig Schub. Das war's, dass wir ins Trudeln geraten sind. Ja. Sind wir gleich unten? Schöne Wasserlandung. Haben wir irgendwas? Nee, aussteigen wollen wir nicht. Wir wollen einen Bericht gucken, ob wir den mindestens hinkriegen. Wow, ein Bericht. Wunderbar. Die Antenne geht unten ins Wasser. Aber funkt. Alles gut.
Ja. Kein blassen Schimmer. Gibt's nichts mehr zu funken. Okay. Ja, keine Ahnung, was da gerade los war. Ja. Jetzt haben wir ein paar Erfahrungspunkte sogar gekriegt. Zwei nämlich. Okay, 40. Kriegen wir Geld wieder ein bisschen. Keine Erfahrungspunkte gekriegt hat er. Ja, sollten wir uns da noch was angucken? Ne, ich glaube nicht. Den Gewehr. Ja. Starten wir die Kiste nochmal, oder? Ich glaube, wir haben zu wenig Schub gehabt, das war das Problem. Raus da. Und nochmal rein da. Gucken wir. Orbitalrakete. Niles da wieder da rein. Und starten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier mit dem Schub weiter oben bleiben. SAS an. Ja, und dann nochmal probieren, oder? 3, 2, 1, go! Es wäre schön, wenn sie leicht nach links geht, was sie jetzt gerade in diesem Moment auch ein bisschen macht. Weil ich die ganze Zeit die gleiche Taste drücke. Wenn die Raketentanks da gleich leer sind, dann sprengen wir das schon ab. Jetzt können wir noch mehr rum. Und da geht sie ab. Shit, das ist das Problem wahrscheinlich. Das SAS hält das nicht an. Der kriegt die Rakete nicht stabilisiert, oder? Kriegen wir sie stabilisiert? Nein. Das SAS ist dafür zu schwach, oder wie sehe ich das? Kriege ich irgendwas hingedreht? Nein. Nein, geht nicht. Ja, ich krieg sie in keinster Weise gedreht. Das SAS will überhaupt nicht mehr. Und ich trenne mich von der ersten Stufe. Und da könnten wir jetzt mal gegensteuern, damit wir nicht ganz so schnell runterfliegen. Abbremsen. Gut, das war auch alle. Dann auch bitte weg. Und ja, wenn wir die Höhe dann haben, müssen wir den Fallschirm rausmachen. Sieht irgendwie interessant gerade aus. Da ist noch ein Teil explodiert. Ich mache mal den Schirm schon hier raus, weil ich glaube, dass es hier ein bisschen höher ist. Geht der auf, der Schirm? Ja, jetzt geht er auf. Viel Krach haben wir da, ne? Haben wir einen Statusbericht? Nein, noch nicht. Gut. Bisschen schneller das Ganze, oder? Da kommt der Boden näher. Ich schätze mal so auf 250 Meter. Ne, sind sogar mehr. Wahrscheinlich 300. Oder nicht. Okay. Statusbericht. Hat nichts gebracht. Super. Okay, transmitted haben wir gemacht. Dann Control from here, ja. Bringt uns alle nichts. Recover Vessel. Also wir haben
gerade gesteuert. Wir mussten schneller sein, das war schon richtig, aber dann habe ich gelenkt, navigiert, sagen wir so, und dann haben wir das Problem gehabt, dass das mit mal Strudeln anfing. Das heißt, wir müssen höher kommen, ohne zu steuern. Und dann irgendwann erst anfangen, wenn die Luft dünner ist oder so, denke ich mal. Ja, keine Erfahrungspunkte. Haben wir noch was in Aufträgen? Okay. Das. Den haben wir ja drinnen, ne? Den MK16. Rein theoretisch. Zwischen 5.000 und 14.000 Meter müssen wir den testen. Dann wollen wir den ja nur aufmachen, ne? Dann können wir den Test ja eigentlich mitnehmen. Zwei aktive. Sollten wir hinkriegen. Gut. Dann können wir hier rausgehen. Ja. Hier noch irgendwelche netten Leute, die wir gebrauchen können. Wir haben keine Piloten mehr. Wir haben schon beide. Gut, okay, dann ist das hier erledigt. Forschen können wir nicht, ne? 45 geht noch nicht. Wir haben erst 40,9, sind aber schon nah dran, ne? Und was haben wir hier dann? Das sind alles Sachen, die wir jetzt nicht so brauchen können, finde ich. Hier, das sieht cool aus, ne? Strut Connector. Brand Adapter und hier oben. Und Triebwert. Und der Fuel Tank. Ich glaube, dass da oben werden wir als erstes machen wegen dem Fuel Tank. Der ist dann größer, ne? Und der. Das ist kein Tank, okay. Koppler ist das. Das ist der Turm. Ja, hier können wir dann ein waagerechtes Flugzeug mitbauen. Nicht ein senkrechtes. Ja. Gibt es auch viele tolle Sachen. Aber ich glaube hier, das ist unser nächstes Ziel. Wegen dem Tank. Das würde auch gehen, ne? Ist das hier... Aha. Jetzt kann ich das nicht erkennen. FLA5 Adapter. FLT-basierte Rümpfe, ja. Die wären auch möglich, naja, aber 90 Punkte ist noch ein bisschen weit weg, ne? Ja, das hier, was ist das? Können wir einen dicken Tank dann anschließen oder so, aber den haben wir ja noch gar nicht. Da müssen wir hin, definitiv fertig. Gut, aber für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.